Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Let's Play-Reihe, hoffentlich. Neues Spiel, neues Glück so ungefähr. Goldrausch in Alaska. Wer kennt's nicht von einem Fernsehsender? D-Max. Und gleich mal vorweg, wenn euch dieses Projekt gefällt, ihr da Bock drauf habt, ihr sagt, jo, mach das weiter, oder ihr sagt, nee, lass mal lieber, Däumchen nach oben, Däumchen nach unten, je nachdem, wie ihr möchtet. Es wird nicht LS ersetzen, das mal vorweg. LS bleibt nach wie vor. Das wird so ein kleines Nebenprojekt, so wie später mal Spin Tires Ende des Monats oder GTA, wenn es dann anfängt. Und von daher, wenn ihr Bock drauf habt, dass da mehr kommen soll, Däumchen nach oben, wenn ihr sagt, nö, Däumchen nach unten. Und auf jeden Fall einen Kommentar rein, wie euch das Ganze gefällt, wenn ihr Unterstützung geben wollt, gerne in die Kommentare. Und ansonsten würde ich sagen, wir fangen einfach mal an, ne? Schön hier von Deutschland nach Alaska. Mit unserem kleinen gebrauchten Auto, das wir gekauft haben. Benutzen. Moment, kann ich den Motor benutzen? Ich muss ganz ehrlich sagen, coole Sache das. Ich habe mich von dem Spiel nicht spoilern lassen. Also, ich weiß, es gibt YouTuber, die das schon vorweg haben. Und ich weiß auch, es gibt YouTuber, die darüber schon ganz viele Let's Plays gemacht haben. Ich muss aber gestehen, ich habe es noch nicht gemacht. Und ich habe auch weder hier ein Tutorial noch sonst was. Also das Tutorial ist ja jetzt hier quasi der Anfang. Ich habe einfach auf neue Spiele reingegangen, habe ein bisschen was geändert, Soundeinstellungen etc. Oh Gott. Und habe dann einfach angefangen, wie ihr gerade seht. Ich sollte die Differentialsperre ausschalten, wenn ich auf Asphalt fahre. Das ist gut. Ja, okay. Wenn du mir jetzt sagst, wie mache ich das sogar? Differentialsperre ausschalten. Q. Ja, ist gut. Bist du jetzt ruhig? Was? Achso. Wie cool, da legt sich sogar der Hebel um. Ihr seht gerade, also ich bin echt fasziniert von dem Spiel. Das ist seit heute draußen. Nein, seit gestern draußen. Das Video kommt einen Tag später, als das Spiel rauskam. Und dementsprechend kam am Freitag, den 13. raus. Heute ist der 14. Und du gehst mir... Ist das jetzt so draußen? Hörst du jetzt... Die Kamera ist bloß ein bisschen schnell, wie ich finde. Die Maussteuerung muss vielleicht noch ein bisschen... Ich kann ja die Geschwindigkeit hier runterdrehen, so. Okay, ihr könnt auf jeden Fall die Steuerung einblenden über Taste C, wie ihr unten seht. Differentialsperre, Ausstieg, Scheinwerfer, Handbremse. Und ich habe die Differentialsperre ausgeschaltet. Du solltest die Differentialsperre ausschalten, wenn du auf Asphalt fährst. Habe ich doch. Was ist denn jetzt hier aus und was ist an? Verdammt. Egal. So, dann sollen wir bestimmt den Motor anmachen. Gucken wir nochmal, ob das aus ist. Er müsste ja eigentlich aufhören, da zu nörgeln. Er hört nicht auf zu nörgeln. Okay. Ah, okay. So. Fahren. Wir fahren natürlich mit Tastatur. Ich habe jetzt hier keinen Xbox 360 Controller. Hui. Kann man eigentlich auch irgendwie nächste Kamera mit C... Ah, da zeigt er auch. Dann ist rot aus. So. Ah, und habt ihr schon gesehen, wenn ihr Handbremse Differentialsperre... Ach so, ja. Okay, alles klar. Vergisst, was ich gerade gesagt habe. Wir bleiben natürlich in Ansicht. Differentialsperre ist dann natürlich das Symbol. Aber wieso hat der denn... Ach, hier drin hat er auch ein Symbol, ne? Warte mal eben. Ja, zeigt er bloß nicht an. Die ist doch aus. Okay, wir haben noch einen halben Tank voll. Und wir haben Automatik. So, wo müssen wir denn hin? Das ist eine gute Frage, denn... Wie wir wissen, hat der Kerl natürlich nicht nachgeguckt, wo er hin muss. Das konnte man über irgendein Menü, konnte man das machen.
Warte mal. Nein, nein, nein. Okay. Ja, wir können mal ein bisschen durch diesen schönen, kleinen, feinen Ort fahren. Das die besten Zeiten auch hinter sich hat, wenn man das hier mal so sieht. Sieht sehr verlassen aus. Keiner in Alaska da. Doch, Mukus. Ich fühle mich gleich wieder wie zu Hause. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo ich hin muss. Hier ist die Tankstelle. Und hier ist eine geschlossene Straße. Das ist schon mal schlecht. Da war ein Hund, schnell weg. Okay, also hier ist eine geschlossene Straße. Hier kommen wir schon mal nicht weiter. Jetzt haben wir schon 10:30. Aber keine Menschenseele, du, oder? Nicht ein People, der hier rumläuft. Was ist denn hier los? Da geht's auch nicht weiter. Okay, es sieht fast schon aus, als wäre es selbsterklärend. Und ja, man hätte... Hätte und so, ne? Ah, okay, hier ist auch gesperrt. Okay. Dann bleibt ja nur eine Möglichkeit übrig. Fahren wir jetzt mal hin, das wäre da geradeaus. Und hier vorne. Ja, da geradeaus. Ja, hab ich, sag mal, das hast du gerade gesagt, da geradeaus. Ja, wirklich, ich bin doch ein Kerl. Gucken wir mal, wo wir hier rauskommen. Man soll sich ja in dem Spiel auch festfahren können und Unfälle haben können und so. Okay, hier geht's auf jeden Fall... irgendwo hin. Kann man denn hier? Moment mal. Scheinwerfer L. Achso, kein Scheinwerfer. Doch, da ist die Taschenlampe. Sehr schön. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo ich hin muss. Ich würde gerne zu meinem Claim. Wo ist mein Claim? Man konnte über irgendein Menü, konnte man das auch sehen. Wenn ich jetzt die Taste wüsste, um das Menü einzuschalten, also hier den quasi das Tagebuch, wo unsere nächste Aufgabe drin steht. Aber wisst ihr was, wir finden das schon, Leute. Claims sind immer abseits von der Strecke, also fahren wir hier einfach mal lang. Guck mal, hier sieht das doch schon freundlich aus. Paletten. Wie sich das gehört. Nur halt nicht zu schnell werden, ne? Wir wollen ja nicht gleich schon den Part neu starten müssen, weil das Auto kaputt ist. Oh. So. Sieht aber hier auch nicht wirklich nach einem... Hallo? Restricted Area. News of Deadly Fast. Okay, wir gehen. Schusswaffengebrauch oder tödliche Maßnahmen. Heieiei, schnell weg. Und ja, der erste Part könnte jetzt ein bisschen chaotisch werden. Wenn wir beim Claim angekommen sind, ist alles gut. Da ist auf jeden Fall Nebel im Tal. Ist da Nebel? Tatsächlich. Aber da ist irgendwo ein Fluss. Nebel, Fluss, Tal, ja. Also fahren wir hier der Straße folgend in die andere Richtung. Da runter. Guck mal, da ist auch noch ein Haus. Irgendwo muss doch hier auch meine Bude sein, wo ich dann auch wohnen muss, ne? Ui. Okay. Wird auf jeden Fall spaßig. Ich sehe das jetzt schon, Leute, das wird spaßig. Oh, guck mal, eine Hauptstraße. Moment, hier waren wir schon mal. Okay, das ist jetzt total uncool. Ich würde jetzt sagen, es tut mir leid, aber es tut mir leid. Oh, die Polizei, die kann uns doch bestimmt weiterhelfen. Wisst ihr eigentlich, wie ungewohnt das ist, mit der Tastatur zu spielen? Das ist so ungewohnt. Halt mal hier kurz an.
Kannst du mal den Motor ausmachen? Das kostet Benzin. So, Moment mal. Können wir bestimmt was machen. Kann man da rein? Geräte, Haupt... Also. Oh. Toll. Kann doch nie mal was essen hier. Ja? Gibt's ja nicht da. Find nichts zu essen. Fahr jetzt hier schon seit anderthalb Stunden in der Stadt rum. Komm nicht zu meinem Clayton. Oh. Okay. Es ist sehr vertrauenserweckend, oder? Meint ihr, der klaut unser Gold? Also, nicht, dass wir Gold hätten, aber... Wir fahren jetzt hier mal raus. Komm her. Renn in das Ding. Ne, nicht Beifahrer. Wir wollen Fahrer einsteigen. Starten. Handbremse los. Irgendwie müssen wir, also zumindest heute in der Folge, noch den Claim finden. Und nein, ich werde jetzt nicht schneiden. Mining, guck mal. Cash only. Ich fühle mich jetzt schon zu Hause, das sieht aus. Available soon. Ah ja. Aha. Lass mich mal in die... Moment, war nicht in die Hocke, SDRG? C war in die Hocke. Aha. Was haben wir denn hier? Also das hier wird auf jeden Fall eine Raupe sein. Und das hier sieht mir schwer nach einem Kipper aus. Oh. Nee. Nee, $74.000 habe ich nicht. Nur 224. Ach, die müssen wir noch ein bisschen freispielen, ne? Waschtrommel. Warte mal, das Licht aus kostet. Geht auf die Batterie. Den hier werden wir uns. Nee. Okay, die Planierraupe. Ja, das brauchen wir alle später. Also, das kann ich euch jetzt schon sagen. Wer Goldrausch gesehen hat, der weiß, was ich meine. Ah, hier. Waschrinne. Okay. Das können wir aber nicht ohne Raupen. Ohne Radlader. Kosten der kleine 28.000. Okay, das wird wohl unsere erste Anschaffung sein. Okay, aber nichtsdestotrotz, wir sind... Liegt da noch Gold drin? Nee. Natürlich liegt da kein Gold drin. So, wir sind eigentlich immer noch auf dem Weg, unseren Claim zu finden. Oh, oh. Okay. Siehst, da haben wir auch schon mal die Differentialsperre genutzt. Sehr schön. So. Haben wir eigentlich von Anfang an einen Claim? Nicht, dass ich jetzt hier durch die Gegend fahre und wir eigentlich gar keinen Claim haben. Aber wir haben auch keine Kohle, also von daher müssten wir... Flooding Area. Do not stop. Okay. Oh, was steht da? Okay. Da kommen wir nicht. Hier war mal eine Spanschiene. Also wir können jetzt, da geht's zur Fabrik. Wisst ihr was, wir fahren da jetzt einfach mal runter. Irgendwie müssen wir doch den Claim finden. Der kann ja nicht. Schalten aber schon mal die Differentialsperre auf jeden Fall dazu. Weil Flooding-Bereich und bleibt nicht stehen, da wollen wir nicht stehen bleiben. Also das heißt, das Schild sagt genau aus, dass da ein Überflutungsgebiet ist. Sprich, bei der Schneeschmelze und sowas tritt der Fluss da über die Ufer und dann steht hier alles unter Wasser. Und dann sollte man da auch nicht anhalten. Es sei denn, man möchte gerne stecken bleiben. Aber dann würde ich sagen, das ist doch so ein typischer, wir fahren in den Claim-Weg. Okay.
wir hier auch Bäume roden müssen. Also uns wirklich hier quasi alles freimachen müssen. Hier ist auf jeden Fall eine Fabrik ehemalig. Ich glaube, wir sind hier trotzdem nicht richtig. Ja, ich muss mir nochmal in der Steuerung angucken, wie wir... quasi aufmachen können, eine Karte oder sowas. Das wäre mal vielleicht ganz gut. Wir können ja von mal. Drücken wir mal M. Haben wir zwei Claims? Wir haben da einen und da einen. Wohnmobil? Zelt? Wo sind wir denn jetzt? Ist auch noch ein Claim. Sind wir? Da sind wir. Da sind wir doch richtig. Fahren wir doch hier zu dem. Nehmen wir den Claim. Jo. Oder? Ja. Klar, natürlich. Steht ein Wohnwagen, steht ein Zelt. Wir nehmen den Claim. Da fahren wir auch gerade hin. Perfekt. Scheiß auf sowas Kleines. Lass du sowas Kleines weg. Wir nehmen den da. Gut, perfekt. Dann sollten wir eigentlich hier richtig fahren. Wir wollen groß anfangen, nicht klein. Wir kaufen immer groß. Wir machen das so wie bei Goldrausch. Einfach große Flächen kaufen. Ohne Maschinen. Kriegen wir alles mit der Hand hin. Weit ab vom Schuss. Aber wenn ich da ein Wohnmobil sehe, das heißt, Wohnmobil steht drauf, ist wahrscheinlich ein Wohnwagen, müssen wir wahrscheinlich auch schlafen. Quasi Nacht überspringen bedeutet schlafen. Sehr schön. Uppal. Oh. Sind wir schon da? Fast. Stückchen noch die Straße runter. Okay. Ah, hier ist auch das Notizblock. Siehst du, drücken wir doch einfach mal M, dann kriegen wir auch alle draus, was wir wissen wollen. Oh Mann. For sale. Schauen wir uns mal eben an. For sale. Okay. Bedeutet, you must use this road. Aha. Road closed. Road work. Tja, das ist trotzdem nicht unser Claim. Wie kann ich den denn kaufen? Wo muss ich dafür hin? Wisst ihr was? Wir gucken. Go to the bank. Rent old Arnold Penn game. Buy, load, go to the claim. Ja, Leute, ich würde mal sagen, wir fahren zurück zur Bank in den Ort und werden uns in der nächsten Folge mal mit allem befassen. Ich würde sagen, das soll es für heute gewesen sein. Wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr mehr davon sehen wollt und ihr Bock habt, dass es vorangeht hier mit Goldrausch in Alaska, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn es euch nicht gefällt, lasst einen Daumen nach unten da. Schreibt es gerne in die Kommentare. Und ich würde mich freuen, wenn das Projekt auf jeden Fall weitergeht. Ich habe irgendwie Bock drauf. Und ist ein vielversprechendes Spiel. Gibt es auf Steam. Und dann wünsche ich euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und sagt bis zum nächsten Mal, Leute.